Verteidigungslinie. Technisch gesehen ist das unser Pausenraum, denn in Ermangelung eines zweiten Raums haben die Pausen immer hier draußen stattgefunden von den ganzen Konzerten und das waren, habe ich schon erwähnt, ich weiß schon gar nicht mehr, in den vergangenen 8 Jahren oder ich muss ja eigentlich 7 sagen, weil das letzte Jahr muss man ja abziehen, waren das tatsächlich 500 Konzerte, also 100 bis 120 in der Spitze im Jahr. Mit anderen Worten, herzlich willkommen im Rittersaal. Das ist der größte Veranstaltungsraum, den wir zu bieten haben. Nicht die größte überdachte Fläche, das wäre unsere Altstadtphilharmonie. Ganz grundlegend kann man sagen, dass die Burg ein Relikt ist aus der Zeit der Romantik, der Burgenromantik aus dem 19. Jahrhundert. Wie ist die Burg genau entstanden? Ein besagter Herr Albert Henneberg ist unverhofft zu Geld gekommen, beziehungsweise auch zu Landbesitz und hat dann, wie es damals nicht unüblich war, sich so ein bisschen den Traum von der schönen alten Rittervergangenheit hier wahr werden lassen und sich das Ganze dann in Stein bauen lassen, was er sich so erträumt hat und was damals nicht unüblich war, dass man diese Rittersagen, Rittertugenden und Rittergeschichten nochmal so zelebrierte. Und mittlerweile kann jetzt jeder die Burg besichtigen, oder? Jein, also wir sind in dem Sinne ja kein Museum, wir haben in dem Sinne keine Öffnungszeiten, es gibt auch kein Café oder sowas, aber wir stellen das Ganze entweder zu kulturellen Zwecken zur Verfügung. Jedenfalls vor Corona haben wir 100, 120 Konzerte im Jahr veranstaltet, im Prinzip mehr oder weniger jedes Wochenende. Oder aber man kann eben seine eigenen Feiern, Kaffeetafeln, Geburtstage, Hochzeiten hier feiern und das dann eben sozusagen exklusiv mieten, könnte man sagen.